Jena. Im modernsten Gefahrenabwehrzentrum Thüringens sind Leitstelle, Brand- und Katastrophenschutz sowie der Rettungsdienst des Roten Kreuzes unter einem Dach untergebracht. Hier arbeiten Notfallsanitäterin Cindy Meisegeier, 25 Jahre, seit 2015 im Dienst und ihr erfahrener Kollege Notfallsanitäter Petro Sadoni, 57. Er ist seit fast 30 Jahren im Einsatz. Im Gefahrenabwehrzentrum haben Petro und Cindy heute Frühschicht. Sie sind gerade noch beim morgendlichen Materialcheck, als der erste Notruf eingeht. Einsatz! Oh. Das ist ein Verkehrsunfall, wo ein Kind 8 Jahre verletzt ist. Da geben wir mal ein bisschen Gas. Als Vater zweier Töchter gehen dem 57-Jährigen Unfälle mit Kindern immer besonders nahe. Noch ist unklar, wie schlimm es ist. Es ist immer wichtig, schnell anzukommen. Aber wir haben jetzt hier einen Verkehrsunfall. Aber wir wissen halt nicht, in welchem Zusammenhang. Ja, ist das Kind gelaufen auf dem Fahrrad, saß in einem Fahrzeug drin. Wir wissen nichts über ein Verletzungsmuster. Wir sind alarmiert gleichzeitig mit dem Notarzt. Also das heißt, dass in der Einsatzmeldung oder dass die Meldung von dem Anrufer doch ein Akutgeschehen angegeben wurde. Dreiviertel sieben, Schulweg. Schulweg, denke ich auch, ja. Der Puls geht schon hoch, weil bei Kindern ist es ja so, Kinder brauchen ja eine andere Medikation. Im Notfall, wenn es beatmet werden muss, muss man sich die Tubusgröße ausrechnen. Und da ist es immer ein bisschen schade, wenn man nicht so viel Informationen hat. Umso mehr Gedanken machen sich die Retter. Immerhin gelangen sie ohne Verzögerung zum Unfallort. Als wir an der Einsatzstelle angekommen sind, war die Polizei schon fort. Die hat uns die Arbeit erleichtert, weil die haben die Unfallstelle schon abgesichert und wir konnten gleich uns um den kleinen Patienten kümmern. Eine erste Einschätzung bekommen Cindy und Petro von der Fahrerin des Unfallautos. Der Junge, ist mir ins Auto gelaufen, bin ihm über den Fuß gefahren. Ich habe den jetzt auch schon untersucht. Er ist frei beweglich, aber hat ein ordentliches Hämatom und Hautabschürfe. Die Retter müssen sich selbst ein Bild machen. Zum Glück ist der Junge bei Bewusstsein. Hallo. Hallo. Hallo, verstehst du mich? Ja. Wie heißt denn du? Dein. Okay. Was tut denn dir weh, dein? Der Fuß tut weh. Kannst du damit laufen oder tut das auch weh? Das auch weh. Sie tut auch weh. Sie sind die Mama? Okay. Er ist nicht gefallen? Ich hab's nicht gesehen. Also ist er so weggeschleudert worden? Oder? Die Zeugin, ich hab's nicht gesehen. Wer ist ein Zeuge? Die Zeugin ist schon weg. Okay. Für die Lebensretter ist jede Information wichtig. Denn falls der 8-Jährige vom Auto erfasst wurde und gestürzt ist, könnte er innere Verletzungen haben. 8-jährigen Time ist ein Auto über den Fuß gerollt. Und noch ist nicht klar, ob auch andere Verletzungen vorliegen. Die Lebensretter gehen sehr behutsam mit dem um. Wir müssen mal mit dir ins Krankenhaus fahren, damit der Doktor mal den Fuß angucken kann. Ja, die Mama, die kann mit? Ja. Wollen wir erst mal in den warmen Rettungswagen gehen? Tut dir der Nacken weh hier hinten? Tut dir hier hinten was weh? Okay, nein. Gut. Okay, wer ist die Mama? Ja. Sie? Okay. Wollen Sie mitkommen? Ja. Ich gucke noch mal kurz, was dir noch nicht wehtut. Gell? Wenn ich hier drücke, das geht. Ja? Das geht auch? Und das hier geht auch. Ja? Auch wenn der Junge gesagt hat, es ist nur jemand über den Fuß gefahren, sage ich jetzt mal, müssen wir trotzdem alles abklären. Ne? Also wir gucken am Kopf, ob da alles okay ist, ob er die Arme bewegen kann, wie der Bauch aussieht. Gerade bei Kindern kann der Unfallschock so schwer sein, dass sie Schmerzen gar nicht wahrnehmen. Cindy versucht, ihm die Angst zu nehmen. So, setz dich mal hierher. Du darfst dich gleich hinlegen, ja? Und dann gucken wir mal den Fuß an, okay? Kriegen wir alles wieder hin. Also es ist ganz wichtig, mit den Kindern oder gerade mit Kindern auf Augenhöhe zu sprechen. Das heißt, wir knien uns zu dem Kind runter, ja, alles normal erklären, so einfach wie möglich, dass die Kinder das verstehen und auch wissen, was mit denen jetzt passiert, dass die halt auch die Angst ein bisschen verlieren. Inzwischen ist auch Notarzt Dr. Jens Reichel am Unfallort eingetroffen.
Ach, Jens! Morgen. Ach, na, da bin ich doch sowas von zufrieden. Autofahrerin ist ihm über den Fuß gefahren. Ach nee. Mehr ist nicht passiert. Der Fuß tut jetzt weh? Dolle? Welcher ist es? Der linke? Ja, da. Und zeig's mir nochmal, wo der. Sagen Sie den Kollegen mal, wie er heißt. Und auf Bein. Da drüber. Na, okay. Trotz seiner Schmerzen, der Angst und der vielen fremden Menschen im Rettungswagen lässt sich der kleine Time tapfer untersuchen. Gehst du in die Schule? Yes. Was machst du denn am liebsten? Und M. Fußball spielen oder? Nee, sehen. Okay, ich glaube, das Kind war schon ein bisschen geschockt von der ganzen Situation. Und in dem Kind war am Anfang so viel Adrenalin, dass das den Schmerz unmittelbar gar nicht richtig realisiert hat. Zur Sicherheit möchte Notarzt Jens Reichel dem Kleinen aber doch ein Schmerzmittel verabreichen. Komm mal her, du drückst mir hier die Hand, guck zu mir. Wir Männer halten zusammen, ja? So, und jetzt mach mal los. Guck zu mir. Ach, das tut mal ganz. Hast du schon mal eine Biene gestochen oder eine Wespe? Siehst du, so ist das auch. Wir haben dem kleinen Kind einen Zugang gelegt und haben ihm erstmal Schmerzmedikamente gegeben, sodass wir uns dann ordentlich um den Fuß kümmern konnten, sodass das Kind auch keine Schmerzen hat. Ja, ich weiß, das ist ganz doof. Ja, frei ruhig. Jetzt kommst du ein bisschen müde, ja? Das kommt in meiner Stunde. Bevor sie den Jungen genauer untersuchen können, müssen die Rettungskräfte warten, bis das Medikament wirkt. Okay. Merkst du schon was? Dass du müde wirst? So, und jetzt gucken wir uns den Fuß an. Nicht erschrecken, ne? Er merkt nichts mehr, er schläft, er hat ein Schmerzmittel bekommen, gell? Dennoch ist es für die Lebensretter nicht einfach, sich den verletzten Fuß genauer anzuschauen. Nee. Wir müssen sie aufschneiden, die Hose. Der Fuß ist jetzt zu dick, ja? Times Fuß ist bereits stark angeschwollen. Er passt nicht mehr durchs Hosenbein. So, China. China. Ja, China. China. Ja, wunderbar. Die Schiene hilft, unnötige Bewegungen und damit Schmerzen zu vermeiden. Wir müssen jetzt mal entweder röntgen lassen. Also es muss auf alle Fälle nachgeguckt werden, was mit dem Fuß ist, ne? Na, was siehst du Schönes? Ja, aber ganz schlimm unterwegs. So, das wackelt, ne? Ich fahre den Bordsteigkante runter. Ja, kannst. Schmerzen sind ja Symptome, wo auch jemand in einen Schock kommen kann. Und das heißt für uns dann zügig ins Krankenhaus zu kommen, dass der Patient eine kontinuierliche Schmerzbehandlung bekommt, damit das erst gar nicht auftreten kann. Tut dir der Fuß noch weh? Vom Schmerzmittel ist der Achtjährige so schläfrig geworden, dass er kaum antworten kann. Ich denke nicht, dass es noch weh tut. Ganz tapfer bist du. Die Kräfte, die auf das Fußgelenk eingewirkt haben, waren enorm. Doch Cindy darf sich ihre eigene Besorgnis nicht anmerken lassen. Mit viel Einfühlungsvermögen versucht sie, den Jungen und seine Mutter so gut es geht zu beruhigen. Jetzt dürfen Sie sich abschneiden. Hallo. Na dann. Doch erst nach dem Röntgen wird sich zeigen, wie schlimm die Verletzung wirklich ist. Eine Sprunggelenkgeschichte ist immer problematisch, weil das dauert ewig, bis es heilt. Das kann man dann immer ganz schlecht sagen, wie das am Ende ausgeht. Aber ich sag mal, wenn es jetzt nicht gebrochen war, was wir ja noch nicht wissen, kann das schon wieder richtig gut werden. Die Verkehrsunfälle mit Kindern sind immer ganz besonders, weil Kinder haben ja auch, selbst wie Erwachsene, keine Knautschzone. Und da sind die Verletzungen oder können die Verletzungen natürlich ziemlich groß sein. Der Bursche hatte Glück im Unglück, dass das Auto nur über den Fuß gefahren ist. Ansonsten wäre es bestimmt schlimm gewesen, wenn der richtig mit einer Motorhaube getroffen wäre. Wie sich zeigt, ist Times Fuß nur verstaucht. Er kann noch am gleichen Tag nach Hause. Dennoch lässt Petro der Fall nicht so schnell los.
Naja, ich muss sagen, da geht einem immer so durch den Kopf, dass die Kinder gut in die Schule angekommen sind oder die Große gut auf Arbeit angekommen ist, dass da nichts ist. Und da fällt einem immer ein, dass man eigene Kinder hat. Time muss 2 Wochen mit Krücken gehen, doch inzwischen ist sein Fuß wieder ganz gesund. Dafür haben es die Notfallsanitäter schon kurz darauf mit einem Plattfuß ganz anderer Art zu tun. Scheiße. Ja. So ist der Rettungswagen nicht verkehrssicher. Petro und Cindy müssen Hilfe organisieren. Für uns bedeutet das jetzt, dass wir erstmal nicht einsatzbereit sind. Wir müssen uns leider erstmal abmelden bei der Leitstelle und müssen uns jetzt mal kümmern, dass wir hier wieder ein intaktes Auto kriegen. Hallöchen, die sind hier von der Rotkreuzzene 1831. Alles klar. Wir müssen uns mal kurz Status 6 melden. Wir haben einen Platten. Das kann unter Umständen zum ernsten Problem werden. Denn momentan stehen in Jena nur 3 andere Rettungswagen zur Verfügung. Mercedes Jena oder Mercedes 24 Stunden? Nee, ist ja tagsüber. Mercedes Jena, mal sehen, was die sagen. Die werden schon. Warte mal, ich guck mal wegen der Reifengröße. Aber die müssten ja wissen. Das müsste bei denen doch drinnen stehen. Weil das kann ich denen nicht sagen. Davon habe ich keine Ahnung. Ja, 195, 75R, 16C. Schönen guten Tag. Ich sitze heute auf unserem Rettungswagen in Jena und wir haben einen Platten. Wir haben nun mal tagsüber nur 4 Rettungswagen. Und wenn halt wirklich viel los ist, dann ist es schlecht, wenn da für eine längere Zeit ein Rettungswagen komplett ausfällt. Allein in Jena fährt das Rote Kreuz rund 10.000 Einsätze pro Jahr und legt dabei fast 250.000 Kilometer zurück. Entsprechend hoch ist der Verschleiß. Wir fahren ja in extreme Gebiete, sag ich mal, auf Baustellen und unwegsame Gelände. Da kann das schon mal passieren, dass auch mal ein Reifen drauf geht. Eine schwierige Situation für die Einsatzkräfte. Sie müssen erst einmal auf Rückmeldung warten. Heute klappt es irgendwie nicht so richtig mit uns. Aber wir werden das Kind auch noch schaukeln. Sonst helfen die Lebensretter anderen. Jetzt sind sie es, die schnelle Hilfe brauchen. Ja, danke. Tschüss. Wen hattest du ein Gutes dran? Eine sehr nette Service-Dame. Service-Mitarbeiterin. Okay. Sie hat jetzt alles noch mal aufgenommen. Ja, müssen wir warten. Nützt ja nicht. Ja. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht allzu lange warten müssen. Und Petro aus. Ihr Rettungswagen hat einen Platten. Die beiden brauchen schnell Hilfe, um wieder einsatzfähig zu sein. Einige Minuten später rollt endlich der heiß ersehnte Reparaturdienst an. Nach einer gewissen Zeit ist dann ein Servicefahrzeug von der Werkstatt gekommen und hat uns den Reifen gewechselt. Das war dann für uns der Notarztwagen, weil wir dringend auf Hilfe gewartet haben. Das war unser Lebensretter. Das war unser Lebensretter. Manchmal brauchen eben auch die Helfer Hilfe. Und egal ob medizinischer Notfall oder mechanischer, Petro packt gerne mit an. Ein Reifen. Guck mal, das sieht besser aus wie unseres. Ach, ja. Wir haben Spaß. Das ist noch ganz. Das ist noch ganz, ja. Ein Reifen. Assistieren kann der 57-Jährige allemal. Das ist schließlich nicht sein erster Reifenwechsel. Ich wechsle eigentlich meine Reifen von meinen Autos selber. Also meine Frau ihrs und meins, das ist eigentlich so unsere Arbeit oder meine Arbeit. Aber das ist ein Riesenauto, da haben wir auch gar keinen Wagenheber dafür. Das muss eine Werkstatt machen. Und da wir mit dem kaputten Reifen nicht in die Werkstatt fahren konnten, musste ein Servicefahrzeug zu uns kommen auf der Rettungswache. Servicetechniker Robert Herold macht die Lebensretter im Handumdrehen wieder einsatzfähig. Wie es scheint, zählt auch bei ihm jede Sekunde. Das ist ja wie in der Formel 1, so schnell. Siehst du? Das ist ja ruckzuck. Ja. Spitze. Finde ich ganz toll. Die Erleichterung ist groß. Nach rund 1,5 Stunden sind Cindy und Petro wieder einsatzfähig. Jetzt müssen sie nur noch die Leitstelle informieren. Moin, eins der wichtigsten Fahrzeuge der Stadt Jena. Das war nur ein Spaß. Wir sind wieder einsatzbereit. Wir haben einen neuen Reifen drauf. Also wir können wieder mitspielen. Angekommen? Alles klar. Tschüss. Einsatz. Oh, ich muss die Trage noch reinmachen, Petro! Offenbar war der 57-Jährige etwas voreilig. Nach dem Desinfizieren haben sie die Trage noch nicht wieder eingeladen. Ich hab doch gesagt, lass uns das alles fertig machen. Alles gut. 3 Minuten sind wir da. Der Einsatzort ist nicht weit entfernt und es scheint sehr ernst zu sein. Im Renault Autohaus ist das. Mit Notarzt.
Im Gefahrenabwehrzentrum ist auch ein Notarzteinsatzfahrzeug stationiert. Der Notarzt und sein Fahrer werden allerdings nur in besonders dringenden Fällen mitgeschickt. Wir haben jetzt einen internistischen Notfall zusammen mit dem Notarzt. Wir fahren zu einem Autohaus, wo der Patient wahrscheinlich noch im Auto sitzt. Noch lässt die Meldung der Leitstelle viel Raum für Spekulationen. Internistisch bedeutet, dass der Patient ein internistisches Problem hat, also Kreislauf, Herzinfarkt. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein. In einem solchen Fall schießt auch bei den erfahrenen Notfallsanitätern der Puls in die Höhe. Als wir an der Einsatzstelle angekommen sind, haben wir gesehen, dass der Notfall nicht direkt im Autohaus ist, sondern das Auto auf den Parkplatz von dem Autohaus stand. Die Ehefrau des Patienten nimmt die Retter in Empfang und macht gleich wichtige Angaben. Hallo, was ist denn passiert? Aber beim MRT und mit Ebenschlag ging es richtig schlecht, stechen im Brustkorb. Bei den Rettungskräften gehen sämtliche Alarmglocken an. Der Mann war kaltschweißig, ganz blass und hat sich ganz miserabel gefühlt und hat auch Schmerzen. Mir brennt der Bauch innen drin. Wo brennt denn der Bauch genau? In der Magengegend. Die Lebensretter wollen den Mann schnell in den Rettungswagen bringen. Auf der Rückbank des Autos können sie ihn nicht untersuchen. Petro hat allerdings schon einen Verdacht. Der Patient war beim MRT und da kommt es ja vor, dass Patienten auch Kontrastmittel bekommen. Und da dachte ich mir, na, nicht, dass er sich das irgendwie aufs Herz gelegt hat. Warum waren Sie denn beim CT? Wegen MRT. Oder? Haben Sie da ein Kontrastmittel bekommen? Gut. So, los geht's. Beine nach vorne. Vorsicht im Kopf, langsam. So, jetzt bleiben Sie mal kurz sitzen. Ich wollte eigentlich noch selber und Sie dann auch. Aber ja, nee, ist so, alles gut. Alles gut. Alles gut. Haben Sie Magenprobleme? Eigentlich nicht. Gut, okay. Der hat Verdacht auf einen Reflux-Ösophagitis. Gerade auch schon. So, kommen Sie. Früh und abends. Kurz darauf trifft der Notarzt ein. Und trotz des Zustands ihres Mannes wird die Ehefrau erstaunlich abgeklärt. Die Ehefrau hat uns eine sehr gute Übergabe gemacht, was mit dem Mann los war, was passiert ist. Sie war selber Krankenschwester. Also, okay. Was Medikamente betrifft, mich fragen. Ja, machen wir gleich. Wir kommen gleich auf Sie zurück. Einfach lang. Okay. Alles gut. Wir brauchen von meiner Chipkarte, bitte. Cindy versorgt auch den Notarzt Dr. Philipp Sänger mit den wichtigsten Informationen. War im Auto, war beim MRT, hat kein Kontrastmittel bekommen. War wegen Rücken, wegen Wirbelsäule. Und das ist jetzt auch das Problem? Nee, jetzt. Herz. Na, wir machen mal großes EKG und alles und gucken wir uns das mal an. Während sich die Rettungskräfte auf den Patienten konzentrieren, kümmert sich unser Kamerateam um die besorgte Ehefrau. Ich mache mir selbstverständlich Sorgen als Ehefrau. Verheiratet sind wir 14 Jahre und zusammen seit 24. Und so eine Situation gab es aber bisher? Noch nie. Also zumindest nicht mit ihm. Mein Schwiegervater hat einen Herzinfarkt. Aber der 46-Jährige hatte bisher offenbar kaum gesundheitliche Probleme. So lang ist die Leidensgeschichte noch gar nicht. Das geht seit ungefähr einer Woche, dass er einen Verdacht auf eine Refluxösophagitis hat. Immer mal wieder mit diesen Beschwerden, aber so schlimm wie heute war es noch nicht. Erzählen Sie noch, was genau jetzt das Problem ist. Ich habe das so Mittwoch. Das ging am Wochenende weg. Ich habe jetzt auch für Magen solche Tabletten genommen. Haben Sie denn eine Magenspiegelung gehabt deswegen? Nein, am Sonntag aus dem Ding. Die Lebensretter sind besorgt. Schmerzen und Brennen in Brust und Oberbauch können auch auf einen Herzinfarkt hindeuten. Stellen Sie mal die Beine an, dass wir sie ein Stückchen nach oben rutschen können. Okay? Genau, pass auf, ich fasse mal hier drunter. Und eins, zwei, und. So, okay. Und jetzt ist der Schmerz auch woanders, außer hier in der Mitte? Im Rücken. Im Rücken. Das im Arm, im Kiefer, im Kopf? Im Kopf, ich hatte heute Vormittag ein bisschen Schmerzen. Ja, Kopfschmerzen und Halsschmerzen hinten. Wie fühlt sich das an, als ob jemand ein Messer in den Rücken rammt oder ob das eher wie so ein Gürtel ist, der sich zusammenzieht? Na, eigentlich fast beides, würde ich sagen. Beides? So eine Mischung. Ja. Alles klar. Haben Sie schon mal einen Herzinfarkt, Schlaganfall, irgendwas Nein. gehabt? Aber in der Vorgeschichte, Vater, Herzinfarkt und Schlaganfall innerhalb von 24 Stunden Alles vor klar. zwei Jahren. Auch ein relativ junger Mann kann auch einen Herzinfarkt haben. Und auch die familiäre Vorgeschichte macht den Rettern Sorgen. Denn etwa 40% der Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind vererbbar. Heiklen Fall zu tun.
Ein 46-Jähriger klagt über heftige Schmerzen in Brust und Oberbauch. Die Lebensretter befürchten, dass es sich um einen Herzinfarkt handeln könnte. Wie ist sonst der Blutdruck immer? Naja, wir haben es nicht richtig runtergekriegt, deswegen nehmen wir seit einer Woche die HCT noch mit dazu. 92,50 Blutdruck, ja, niedrig. Ja. Können wir erstmal ein großes schreiben, kurz? Mal kurz warten. Ganz ruhig lüfteln, machen Sie schön. Umso besser wird's EKG, wenn Sie ruhig liegen, ne? Ein Balanceakt für die Rettungskräfte. Schnell handeln und gleichzeitig Ruhe ausstrahlen. Also im EKG sehen wir erstmal nichts, was jetzt auf einen akuten Herzinfarkt hindeutet. Das schließt sie leider nicht aus. Auch wenn das EKG-Bild auf den ersten Blick erstmal vollkommen in Ordnung scheint, heißt es nicht, dass wir irgendeinen Herzinfarkt oder eine Herzgeschichte ausschließen können. Aufgrund des Faktes, dass er halt so ein bisschen schockig schon ist, auch ganz platt an die Nase ist, der Blutdruck ist niedrig, die Herzfrequenz ist eher hoch, muss man auf jeden Fall in die Notaufnahme mitnehmen, um einmal abzuklären, dass da nicht ein Herzinfarkt ist, den man im EKG jetzt hier erstmal nicht sieht bei uns. Kommt halt immer darauf an, welche Areale vom Herzkranzgefäßen verstopft sind. Das ist ja die Genese von einem Herzinfarkt. Manchmal sieht man die nicht sofort im EKG, manchmal ist es auch vom Zeitraum noch so früh, dass man es halt noch nicht sieht. Die Ungewissheit ist auch für den Patienten beängstigend. Umso mehr erklären die Helfer, was sie tun. Halten Sie mal meine Hand rum. Ich halte mal fest. Kann ein bisschen brennen jetzt, wo wir hier desinfizieren. Achtung, ich halte jetzt richtig fest. Nicht zucken, gell? Nee. Alles gut. So, wir nehmen jetzt noch schön Blut ab. Die rein medizinischen Messwerte sind eher unauffällig. Doch der Gesamteindruck des Mannes macht den Rettungskräften große Sorgen. Der war ja wirklich nicht gut drauf. Er war blass, er war kaltschweißig, ihm ging es nicht gut, er hatte Schmerzen. Da müssen wir die Leute mit ins Krankenhaus nehmen. Dadurch, dass sie das halt schon länger hatten, die Beschwerden mit dem Magen auch, kann das jetzt auch zum Beispiel ein Magengeschwür sein. Ja? Deswegen lassen wir jetzt die Medikamente noch. Wir haben sie unter Überwachung. Wir sind in 10 Minuten in der Klinik. Wenn es ein Herzinfarkt ist und man schnell Medikamente noch geben muss, vor einem Herzkatheter oder sowas, kann man es auch in der Notaufnahme noch machen, wo wir bessere Bedingungen haben als zu Hause. Ja. So, gut. Ihr müsst euch ein bisschen verteilen. Ja. Dass die Lebensretter so schnell zur Stelle waren, hat der Patient nicht zuletzt seiner Ehefrau zu verdanken. Also im Alltag reagiere ich eigentlich genauso intuitiv. Also wenn bei uns auf Station Patienten umkippt, mache ich nichts anderes, als ich jetzt auch gemacht habe. Ich schalte wahrscheinlich in dem Moment dann erstmal die Emotionen aus. Jetzt im Nachhinein geht es mir auch erstmal ein bisschen anders, weil ich es so noch nicht erlebt habe. Professionell handeln und dabei die Emotionen ausblenden, das ist etwas, das auch die Rettungskräfte in ihrem Job tagtäglich machen müssen. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Haben Sie das Gefühl, wenn man Oberkörper ein bisschen hoch macht, dass das ein bisschen entlastet? Oder wollen Sie lieber so liegen bleiben? Ich würde so liegen bleiben, dass die Frau nicht besser werden. Jeder Ruckel mehr, merke ich halt. Also es war sehr gut, dass die Frau uns gerufen hat und nicht selbst in die Notaufnahme gefahren ist mit ihrem Pkw. Wir konnten jetzt schon mal ein bisschen stabilisieren, den Blutdruck stabilisieren. Und wir sind auch jetzt innerhalb von 10 Minuten im Krankenhaus. Sie müssen sich an den Ampeln anstellen. Wir sind mit Blaulicht gefahren ins Krankenhaus, weil der Patient immer noch einen Akutzustand hatte. Er hätte ja auch ein Aortenaneurysma haben können, was wir ja auch so nicht feststellen können. Und da ist es wirklich gefragt, recht zügig ins Krankenhaus zu kommen, in den Schockraum, um dem Patienten wieder eine Akutdiagnostik zukommen zu lassen. Unterwegs scheint sich der Zustand des 46-Jährigen zu verschlechtern. Wann haben Sie das letzte Mal was gegessen? Heute Vormittag, heute früh, was Sie gesagt. 8 und 9? Nein. Notarzt Dr. Philipp Sänger bereitet schon im Rettungswagen alles für die Übergabe an die Klinikärzte vor. Auf Cindy und Petro kann er sich dabei blind verlassen. Also für uns ist das ein großer Vorteil, dass wir die Notärzte, die bei uns im Einsatzbereich tätig sind, dass wir die gut kennen. Weil umso besser man sich kennt, umso besser ist die Teamarbeit. Wir kennen den Notarzt und wir wissen, was er will, wie er arbeitet. Und da können wir immer schon zuarbeiten, zeitnah machen. Nicht einmal eine halbe Stunde hat es gedauert vom Notruf bis zur Ankunft im Krankenhaus. Schnelle Hilfe, die möglicherweise ein Leben gerettet hat. Alles Gute, ne?
Also gerade so bei so speziellen Sachen ist es wirklich immer ganz interessant, wenn wir wirklich mal erfahren, was es ist. Leider ist das nur viel zu selten der Fall. Denn Cindys und Petrus Einsatz endet meist an der Notaufnahme. Dieses Mal ist es anders. Ein paar Wochen nach dem Einsatz besuchen wir den Patienten und seine Frau zu Hause. Es geht ihm wieder deutlich besser. Also in der Notaufnahme war ich locker 5-6 Stunden noch. Wurde da gespritzt, behandelt, untersucht, auf alles Mögliche. Aber es gab bis jetzt bis dato kein Befund. Von dort aus ist er dann ohne erklärbaren Befund noch auf die Intensivstation gekommen. Auf der Intensivstation war er insgesamt 5 Tage. Dann war er noch 5 Tage auf Normalstation. Und nach 10 Tagen Krankenhausaufenthalt ist er entlassen worden. Der Grund für die starken Schmerzen war allerdings ein ganz anderer als vermutet. Im Krankenwagen bestand ja mal kurzzeitig der Verdacht auf einen Herzinfarkt. Das hat sich aber in der Notaufnahme nicht bestätigt, sondern es ist eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung gewesen mit auch einem schweren Verlauf. Schlimmstenfalls hätte es zu Organversagen und zum Tod führen können. Mir geht es schon deutlich besser als an dem Tag, wo ich eingeliefert worden bin. Aber immer noch nicht so, dass ich jetzt, ja, ich kann wieder arbeiten gehen. Ansonsten ja, so langsam geht's bergauf. Wir wünschen dem 46-Jährigen, dass er schon bald wieder ganz gesund ist.